Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Supremacy 1914. Ja, es hat sich ja jetzt nicht so viel getan an Tag. Überlegen, 14, genau. Aber unser Feldzug geht hier gut voran. Jetzt werden wir einen letzten Ansturm auf seine Hauptstadt machen. Ich hoffe, es kriegt rechtzeitig, denn wir kommen 20:10 Uhr dort an. Also im ersten Tick am besten gleich erobern, glaube ich aber weniger. Aber es ist ja nur 10, höchstens 11 Mann und wir kommen da hier mit einem 69 Mann starkes Heer mit 76% Moral im Schnitt. Das müsste eigentlich schlager sein, wenn er jetzt nicht mit Goldmark jetzt noch Festung hochpusht. Da bleibe ich aber dran, dass ich da halt nicht da reinrenne. So. Jo. Der Kasach habe ich jetzt nichts gemacht, außer die zwei Mann hier hinzustellen. Mal schauen, was daraus wird. Aber ich denke, er will dann auch auf Krieg gebürstet sein. Da habe ich schon mal 13 Mann. Mann, immer verklicke ich mich hier. Hier unten schon, besser gesagt, 12 Mann schon hier unten stationiert. Und schicke gerade weitere 10 Mann mit der zweiten Artillerie. Also dann hätte ich ja hier schon mal einen guten Trupp, um ein einfallendes Heer an Kasachen aufzuhalten. Ja, jetzt ist auch schon Tag 14, wo ich auch jetzt das Schlachtschiff im Bau habe. Besser gesagt, schon seit gestern. Und ja, bald ist es soweit. Bald haben wir hier ein Schlachtschiff. Eines der mächtigsten Werkzeuge, die wir auf diesen Inselstaaten hetzen können. Natürlich ist das problematisch, denn der hat jetzt diesen Ort. Nicht unbedingt. Und er baut auch hier jetzt. In seiner Heimatbasis. In seinem Heimatland. Auf Fabrik. Etwas verspätet, aber mit der Zeit könnte er dennoch da was machen. So ist er jetzt nicht. Es war problematisch, dass er da was bekommen könnte an Schlachtschiffen. Müssen wir versuchen zu verhindern. Aber nichtsdestotrotz. Was gibt's denn noch? Genau, der Headshot. Also der hier. Der ist langsam ein Dorn im Auge. Zum einen, der will ich jetzt hier langsam solche Inseln, also eine leichte Beute so gesehen, sich schnappen. Ich habe ihn schon gewarnt. Also, wenn er jetzt hier versucht zu landen, hätte ich ihn weggekloppt. Er landet jetzt anscheinend nur hier. Und deswegen, gut, ich habe einen Notfalltrupp eigentlich losgeschickt, aber die kann ich jetzt eigentlich wieder zurückschicken. Nämlich hier hin. Wo ist das Speer? Da. So, die kann ich jetzt also wieder alle zurückziehen. Denn jetzt weiß ich ja, wohin er rennt. Nämlich zu dieser Insel. Genau wie hier unten rennt er auf diese Insel. Das Doofe ist dabei ist für ihn, der würde dann gegen zwei Nationen Krieg haben. Einmal gegen den Briten und einmal unseren Papua Neuguinea. Natürlich, da kann es passieren, dass die Moral einbricht und die Insel dann zu mir kommt, dann ist er automatisch weg. Aber gegen Indien hat er immer einen stetigen Kriegsgegner. Natürlich, eine Insel vor meiner Hütte kann er sich erstmal hier um sein Zeug da kümmern. Das wäre dann wahrscheinlich einer der ersten Dinge, die ich wahrscheinlich wo mit, ja, mit meinem Schlachtschiff mal besuchen werde. Dich hier einfach hier was zu schnappen. Jedenfalls, ich habe mich auch an den Perser mal gewendet, denn ich habe mich ja mittlerweile gut informiert, wie es hier in der Gegend aussieht. Und ich muss mich ja auch ein wenig absichern. Denn wie man sieht, Indien ist wurde wieder aktiv. Der Spieler ist wieder aktiv geworden. Jetzt greift er hier ordentlich unseren Pakistan-Typen an. Und ich kann sowieso nicht helfen. Also wenn ich könnte. Wenn ich ja könnte, würde es vielleicht helfen, aber meine Truppen sind hier oben und Kasachisch steht auch noch vor der Haustür. Und wenn der weg ist, dann stehen die wieder vor der Haustür. Das ist problematisch. Aber mich stört es jetzt nicht so, dass sie jetzt im Krieg sind. Kloppen die sich ja halt weg. So. Deswegen habe ich ihn mal angeschrieben. Mal gucken. Da. Habe ich einen schönen langen Text geschrieben. Wir können jetzt mal kurz anhalten, um es in Ruhe zu lesen.
Und er hat auch wunderschön zurückgeschrieben. Das, was mir richtig gut gefällt. Nicht so, yo, alles klar. Bündnis, okay. Gut. Das ist wenigstens ein schöner Text, den man sehr gerne liest. Ich habe noch nicht drauf geantwortet, da ich noch nicht dazu gekommen bin. Auf jeden Fall schon interessant. Und wir wissen jetzt durch ihn, wer es jetzt Stopp gemacht hat und gelesen hat, dass der Hedgehog-Typ halt ihn fast überrannt hätte, hätte er jetzt nicht mit ihm Frieden gemacht. Also hat er ihn eigentlich alles geklaut in dem Sinne. So, also er hat was gegen ihn. So, wir wissen schon mal, hier sind 30, hier sind 20, sind immer 50 Mann, die außerhalb seines Territoriums sind. Ich schätze aber, der hat locker noch mindestens 100 Mann hier drin. Locker. Locker. Ja, das ist problematisch. Auch, dass er mit denen noch hier gemeinsam gerade hatte. Jetzt versucht er sich natürlich überall noch was zu krallen. Das bedeutet, er wird sich auch wahrscheinlich auf diese Inseln irgendwann stürzen. Er wird sich auf diese Insel noch stürzen, aber hier wird es um 100% sagen: No. Apropos, no. Ein Achte. Das wären 10. Ich glaube, die Achte müssten gegebenenfalls reichen. Also, wenn ich Wegrecht mit ihnen habe, ist das ja kein Problem, ihn da zu positionieren. Ich werde den dann auch mal noch anschreiben. Hier brauchst du keine Angst haben. Da konnte ich jetzt nicht verhindern. Aber die Insel ist meins. Obwohl, oder wollen wir? Weil das ist schon so eine Art Speerfunktion, ein Vorposten. Aber ich habe nichts anzubieten, verdammt. Da muss ich mir vorüberlegen. Ich lasse die erstmal Truppen dahin laufen. Muss ich mir überlegen, wie ich das am besten mache. Da muss ich ein bisschen taktieren, ihn vielleicht anschreiben. Vielleicht muss auch diese Insel mir übergeben, obwohl er Weltkrieg ist. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte ihn anbieten, dass er es mir halt einfach übergibt. Dann hätte ich hier ja die Insel und dann, ja, hat er ein Problem, der Typ. Der hier, genau. Der Britisch-Australien wurde inaktiv und ist noch inaktiv. Also momentan ist von der großen australisch-neuseeländischen Allianz nur noch zwei übrig geblieben, nämlich der Australier und der Neuseeländer. Das ist sehr traurig. So, mein Verbündeter der Philippine hat hier unten angegriffen. Weil er sah eine gute Gelegenheit. Jetzt hat aber Australier Nachschub hinterhergeschickt. Und er schafft das noch? Er schafft zumindest noch eine Festungsstufe zu bauen. Worauf ich auch ihn auch angespornt habe. Zur Verteidigung halt. Und jetzt pumpt er hier die Soldaten rein und kann die einen nach den anderen wahrscheinlich schon klatschen. So, hier funktioniert es auch. Jetzt ist er hier hochgerannt. Wahrscheinlich rennt er dann hier runter, um das anzugreifen. Aber würde auch nur dagegen rennen und Truppen verlieren. Jo. Was ist denn noch so in der Welt passiert? Ja, hier wurde ordentlich vergewaltigt. Hier spielen sie miteinander. Auch hier haben sie jetzt den Belgisch-Kongo, glaube war das, auch komplett getrittelt. Ja. Und geviertelt. Getrittelt. Er hat was bekommen, er und ja. Junge, Junge, Junge. Ganz schön gierig. Aber da muss irgendwann doch eine große Explosion geben. Weil der lebt, der lebt, der lebt, der lebt. Da muss doch irgendwann mal knallen zwischen den großen Nationen. Wir können doch nicht alle miteinander verbünden. Eine riesen Afrika-Union oder was? Ach, du Scheiß. Ah, nee, nee, nee. Wenn man jetzt so betrachtet, und der ist immer noch aktiv, oder? Südafrika? Jo. Der ist auch noch aktiv. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Also ich sag mal, 7 Nationen auf Afrika. Vereint? Die will ich doch nicht verkaufen. Na, 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 na. Eventuell noch hier den Headshot noch dazu. Na, meine Güte. Das ist wohl noch problematisch da unten. Auf jeden Fall Afrika. Das könnte ich auch zum Beispiel als Verkaufsargument geben, wenn ich mit denen hier diese Friedensgrenze hier diese aufbauen möchte. Und ja auch einverstanden sage, hey, hier, da scheint bis jetzt kein größerer Krieg stattgefunden zu haben. Die Gefahr, dass dadurch eine Afrikanische Union bestehend aus aktuellen 7 Nationsspieler oder Spielernationen wäre ja natürlich für alle anderen um der Umgebung eine Gefahr. Natürlich. Man weiß aber auch nicht, wie die da sind. Meine Spione sind ja noch nicht mal so weit gekommen. Deswegen weiß ich da noch nicht so richtig, wie es da abläuft. Ja, in Amerika stürmen die gerade ja, die karibische Inselgruppe. Hier sehr erfolgreich, aber die beiden haben ordentlich Verlust erlitten. Sehen wir es in der Zeitung? Mal gucken. Ja, oder? Nee, das ist kritisch Kanada. Nee, das war's nicht. Aber selbst da gingen einige Einheiten weg. Also am Land war nicht so viel. Wir haben einen Spion, das sehe ich jetzt gerade hier nochmal, in Huhut. Da habe ich auch gleich, ich glaube, 5 Antispione reingeworfen. Ich hoffe, die sind immer noch da. Dann kann ich die abfangen. Es müssen, denke mal, mindestens 3 Spione sein. Mindestens. Was ist denn hier noch? Hier, da. Karibische Inselgruppe und Kanada. Jeweils über 100.000 schon Verluste. Das ist viel. Sehr viel. Also, britisch, Kanada hat sich schon damit ordentlich aus der Bahn geworfen. Militärisch gesehen. Ich weiß nicht, was er noch so hat, aber er hat sich stark geschwächt. Wenn man überlegt, was hier jetzt noch ansammelt. Uiuiui. Weil hier vermute ich jetzt auch eine Ecuador, Peru, Bolivien, Kolumbien Allianz. Auch eine Vierer-Allianz. Möglich. Also Vierer-Allianz weiß ich halt noch nicht ganz genau, ob das vielleicht hier möglich ist. Rein rechnerisch ist es möglich sogar, wenn man es einigermaßen gerecht aufteilt. Aber es ist eine andere Sache. Das heißt, die werden wahrscheinlich gegen die irgendwann battlen müssen. Oder sie machen eine großamerikanische Allianz. Oh, dann wird's hart. Dann wird's hart. Auf jeden Fall. So. Noch. Hier ist alles ziemlich ruhig. Wir haben doch Spione, das habe ich ja gemacht. Herausgefunden, hier sind beispielsweise nur 9 Mann. Hier weiß ich es nicht, kam nicht raus, aber hier gibt es nur 2, hier wiederum nur ein. Das ist so eine Backup-Armee, denke ich mal. Wahrscheinlich hat er dort gestärkt, wo die Wege am kürzesten sind. Also wird man hier wahrscheinlich in Orenburg auch Truppen stehen. Obwohl das auch schon ausreichend ist. Und das sehen sie ja, hier ist ja nichts, deswegen. Weil hier, also von hier, von da nach da zu laufen, ist lang, dauert und das sehen sie. Truppen, die von hier beispielsweise kommen, sehen sie nicht so schnell. Also außer von hier, das sehen sie auch, aber würde man eher hierhin stationieren. Deswegen. Also sie scheinen so gesehen wirklich kein Interesse zu haben, sich hierhin auszubreiten. Mit meiner Ausbreitung hier und wenn ich wirklich Kasachstan als nächstes auch holen möchte oder angreifen werde, dann werden sie wahrscheinlich erstmal die Truppen umstationieren. Auf jeden Fall. Ich möchte aber meine Truppen ja auch mehr wieder hier wieder abziehen und mehr gehen Richtung Süden wieder gehen. Natürlich mit einer kleinen Backup-Armee. Mit einer gewissen Verteidigungslinie. Ach ja, deswegen auch diese kommunizieren dann. Ich würde mich wahrscheinlich mehr an den orientieren. Der ist anscheinend der erfahrenste von allen und es klingelt. Verdammte Scheiße. Ja, geh nicht auf den Nerv. Nein, nicht hinten. Verdammt. wenn die Leute immer anrufen, wenn man aufnimmt. Ja, bevor der nächste Anruf kommt,
bedanke ich mich mein Telefonat hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Ja, es geht schon wieder los. Dann bedanke ich mich, dass ihr da zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!